Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohenpriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen. Und einer nach dem anderen fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, die Härte des Judas ist erschreckend. Der Herr sagt ihm ins Gesicht zu: Du sagst es, wenn er ihn fragt. Höhnisch eigentlich. Bin ich es etwa, Rabbi? Muss man sich vorstellen. Und dennoch geht er seinen Weg. Er geht wirklich über Weichen. Es ist ja nicht so, dass er nicht gewusst hat, dass die ihn umbringen wollen. Aber dass ihm dann der Selbstmordversuch eingeschossen ist, das ist typisch für den Versucher. Wenn man die Tat vollbracht hat, kommt, wenn man die Sünde begangen hat, kommt die große Reue. Macht das nie wieder. Aber oft genug eine hoffnungslose Reue. Wird der Teufel dann weiterhin verwendet, um eine Seele gefangen zu nehmen? Man meint nicht mehr herauszukommen. Es hat eh alles keinen Sinn. So beginnt man sich sehenden Auges wie das Schaf zur Schlachtbank. Aber aus Resignation und nicht wie Jesus, der sich hingibt, der sich bewusst hineinopfert in diese Situation und genau diese Ketten der Sünde und der Schuld zu lösen. Jesus hat alles für uns getan. Viele Menschen leben in Sünde, sehenden Auges. Sie wissen es ganz genau seit Jahrzehnten. Aber sie bekehren sich nicht.
Sie gehen sehenden Auges in die Höhe. Man kann nicht sagen, dass sie es nicht wissen. Das ist das Erschütternde. Sehenden Auges sagen sie, ich bin ein guter Christ, weil ich das und das tue. Aber in die Kirche gehe ich nicht. Was ist so schlimm daran, wenn ich nicht in die Kirche gehe? Das Schlimme daran ist die Ignoranz Gott gegenüber. Wenn man sagt, wir haben Menschen das und das angetan, hat das dasselbe Gewicht wie die Ehre Gottes, die ihm zusteht? Können wir sagen, na ja, ich gehe nicht in Kirchen, du warst es schon. Dir spielt es echt eine Rolle, weil du kennst mein Herz. Ist es nicht eine ähnliche Kälte wie die des Judas, die genau um den Schmerz Jesu weiß und immer drüber hinwegsteigt? Was ist die heilige Messe anderes, als dass Jesus uns sein ganzes Herz schenkt? Er schenkt uns sein Herz und seine ganze Liebe. Und wir suchen wir es oder verweigern wir es? Sind wir innerlich teilnahmslos oder strecken wir uns nach ihm aus mit aller Sehnsucht unseres Herzens? Wo sonst hören wir diese Worte des Herrn? Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Es ist ein Geschenk der Gnade. Aber es ist nicht so wie beim Kaufhaus, wenn man jetzt eine Sonderaktion, sondern fürs Waschmittel verschreibt, dann kommt eh wieder eine. Im Verweigern der Gnade entsteht Schuld. Wir wollen die Liebe Jesu sehen, die er uns schenkt, in seinen Worten. Wir wollen ihr alle Wertschätzung geben, die sie verdient. Wir wollen uns hingeben in diese Wertschätzung. Das Herz Jesu kränken durch unsere Teilnahmslosigkeit oder Gleichgültigkeit. Denn am Ende unseres Lebens ist er der Einzige, der uns rettet, der übrig bleibt und an unserer Seite steht. Wenn wir diese Welt verlassen, alle Menschen, lassen wir hier zurück. Nur das Herz und das Blut Jesu geht mit uns, wenn wir es ergreifen, um uns in diesem schweren Gang zu retten. Amen. Vergilt's Gott.